Eskalation und drohenden Krieg. Wir sagen Nein zu Einsatz von Militär- und Privatarmeen. Nein zu Kriegshetze und Kriegsvorbereitung. Nein zur Konfrontation mit Russland. Nein zu wirtschaftlichen und politischen Sanktionen. Nein zu NATO und EU-Osterweiterung. Nein zur Verharmlosung und Unterstützung von Faschisten. Von der Bundesregierung fordern wir keine NATO-Manöver in Osteuropa. Keine Rüstungsexporte in die Region. Schluss mit jeglicher Eskalationspolitik. Keine Zusammenarbeit mit Faschisten. Wir sind solidarisch mit allen antifaschistischen und emanzipatorischen Kräften in der Ukraine. Wir ergreifen Partei für den Krieg. Unangemessen reagierend, Konstantin Becker. Ganz spontan ein kleiner Nachtrag, sehr geehrte Frau von der Leyen. Dass Sie einen der wichtigsten Posten in Ihrem Ministerium mit der McKinsey-Frau, der Unternehmensberaterin Katrin Suder, neu besetzen wollen und Sie zur beamteten Staatssekretärin machen wollen, halte ich nur für konsequent. Ja. Ihr Lieben, wir befinden uns vor dem Hauptstadtbüro der ARD, also der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ich wende mich an die hier tätigen Journalistinnen und Journalisten und an die Verantwortlichen dieser Anstalten, namentlich an den Chefredakteur Kai Gnifke. Jeden Abend möchten Sie uns in unseren Wohnzimmern mit Ihren Sendungen Tagesschau und Tagesthemen besuchen. Heute machen wir es umgekehrt. Wir besuchen Sie, um uns zu beschweren. Wir sind nämlich mit Ihren Nachrichtensendungen überhaupt nicht zufrieden. Was uns schon seit Wochen und Monaten besonders ärgert, ist Ihre Berichterstattung über die Ukraine. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten erhalten von uns Milliardenbeträge, 7,5 Milliarden Euro im Jahr, damit sie uns zutreffend und umfassend informieren. Aber die Informationen, die Sie uns aus der Ukraine liefern, sind einseitig, parteiisch, unwahr oder halbwahr, was noch gefährlicher ist. Wir haben solche Erfahrungen schon in früheren Kriegen gemacht, zum Beispiel vor 15 Jahren im Bombenkrieg der NATO gegen Jugoslawien und später im Irak und in Afghanistan. Aber als die zuständige Direktorin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, ausplauderte, für den Umsturz in der Ukraine seien aus Washington 5 Milliarden Dollar geflossen, wäre es da nicht dringend notwendig gewesen, aufzuklären, wofür diese immense Summe ausgegeben worden ist? Haben Sie sich jemals dafür interessiert, wer hinter dem Ukrainian Crisis Media Center steckt, das im Kiewer Hotel Ukraina die dort untergebrachten Journalisten aus aller Welt mit Gesprächspartnern, Informanten, Desinformanten versorgt? Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, wenn Sie im vergangenen Winter dem deutschen Publikum Abend für Abend den Boxer Klitschko als Erlöser, als Helden präsentierten und vorher jahrelang Julia Timoschenko als die heilige Unschuld vom Lande? Wer oder was hat Sie zur Beteiligung an solchen Kampagnen veranlasst, die mit Aufklärung, mit kritischem Journalismus nichts zu tun haben? Jetzt beteiligen Sie sich am Gerede vom runden Tisch, obwohl der runde Tisch gar nicht rund ist, denn die Putschisten in Kiew verweigern den Vertretern der nach Autonomie strebenden Ostregionen den Zutritt. In Nachrichtensendungen mehrerer ARD-Anstalten hörte ich dann, die Vertreter der Separatisten nehmen nicht teil. Das ist üble Irreführung der Öffentlichkeit, üble Kriegspropaganda. Denn wenn eine der beiden Konfliktparteien nicht zu Verhandlungen zugelassen wird, dann dienen diese Verhandlungen nicht dem friedlichen Interessenausgleich,
sondern der Vorbereitung einer sogenannten militärischen Lösung, also zur Vorbereitung des Krieges. Und diesen Krieg führen westukrainische Einheiten schon jetzt mit Panzern und Kampfhubschraubern in der Ostukraine. Ähnlich parteiisch, ebenso unwahr, Herr Gnifke, war Ihre Berichterstattung über die Friedenskonferenz in Genf, die beiden Konfliktparteien auferlegte, ich zitiere, alle illegalen bewaffneten Gruppen müssen entwaffnet werden. Sie haben das verfälscht zu einer einseitigen Aufforderung an ostukrainische Gruppen. Herr Gnifke, schämen Sie sich solcher Methoden. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Wochen festgestellt, dass die Politiker der großen Parteien zu starken Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben. Es wird höchste Zeit, dass die Medien demokratisiert werden. Hören Sie auf mit der Regierungspropaganda, hören Sie sofort auf mit der Kriegspropaganda, Herr Gnifke. Und jetzt gehen wir zum Kanzleramt. Faschisten. Keine Unterstützung für eine Osterweiterung der NATO. Keine Sanktionen gegen Russland. Dialog statt Konfrontation. Und von unseren Medien, Eckart Spohr hat es schon gesagt, verlangen wir sachliche und nicht manipulative Berichterstattung. Es wird manipuliert, was das Zeug hält. Von ARD über ZDF, NTV bis FAZ eine gleichgeschaltete Presse. Als Tagesspiegel auch, richtig. Die Welt auch noch. Als die Protestbewegung auf dem Maidan von rechten und faschistischen Gruppen missbraucht und mit brutaler Gewalt und erstaunlich gut ausgestattetem Waffenarsenal gegen Behörden und Polizei kämpfte, sprach man hier in unseren Medien von zivilgesellschaftlichem Protest. Die Separatisten in der Ukraine, die sich gegen die Bombenangriffe des ukrainischen Militärs, in dem sich auch der rechte Sektortunnel zur Wehr setzt, sind dagegen Terroristen und grölender Mob. Soweit zu unseren Medien. Die Situation in der Ukraine so, dass in der Ostukraine ein sogenannter Antiterror-Einsatz stattfindet. Was das konkret heißt, ist, dass auch normale Bevölkerung zusammengeschossen wird, zum Beispiel in Slawiansk. Und wir fordern die Bundesregierung auf, dass sie endlich bei der sogenannten Regierung der Ukraine Einfluss nimmt, dass dieser Antiterror-Einsatz endlich beendet wird. Man kommt sich ja vor wie in einem falschen Film. Eckart Spohr hat es sehr schön beschrieben, wie die Medienberichterstattung ist. Offensichtlich ist Russland an allem schuld. Nur, ich will mal ein bisschen zurückgehen in diesen Konflikt. Was war am Anfang? Am Anfang gab es den Streit, ob die Ukraine die Eurasische Zollunion, die jetzt gegründet wurde, mit unterschreibt oder ob sie das EU-Assoziationsabkommen unterschreibt. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses EU-Assoziationsabkommen ist nicht irgendwie ein harmloses Abkommen zur Zusammenarbeit, sondern da geht es um wirtschaftliche Interessen. Bei diesem EU-Assoziationsabkommen wird geregelt, dass in Zukunft ein Freihandel vorhanden ist zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Und das heißt, und da kann ich die Neue Osnabrücker Zeitung zitieren,
dass es dazu führen wird, dass Privatisierung stattfinden werden, dass die Löhne runter und die Preise nach oben gehen und dass Stück für Stück die Bevölkerung verarmen wird. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses EU-Assoziationsabkommen ist eine imperiale Geste der Europäischen Union und die ist nicht unwesentlich für die Eskalation dieses Konfliktes verantwortlich. Wir wollen nicht, dass es diese EU-Osterweiterung in dieser Form gibt, weil das bedeutet nämlich Eskalation und genau die wollen wir nicht. Die antifaschistische sozialistische Organisation Borutba nimmt seit längerem am Widerstand gegen den aufsteigenden Faschismus in der Ukraine teil. Als aktive Widerstandsgruppe ist Borutba eine Zielscheibe des rechten Terrors in der Ukraine. Bereits im Dezember waren Mitglieder auf dem Maidan von Faschisten zusammengeschlagen worden. Beim faschistischen Brandanschlag in Odessa wurde auch ein Mitglied von Borutba ermordet. Wir freuen uns jetzt besonders, dass der Koordinator von Borutba, Sergei Kiritschuk, heute zu uns sprechen wird. Left-wing activists from Ukraine asked me to say thank you and they are sending their revolutionary and solidarity greetings to you. Linke Aktivistinnen und Aktivisten von der Ukraine haben mich gebeten, euch Danke zu sagen und euch Grüße der Solidarität zu senden. Kiev self-proclaimed government announced that this working class and young people who are protecting their homes against fascists in the east, that they are terrorists. Die sogenannte Regierung in Kiew greift Arbeiter und Jugendliche an, die jetzt ihre Häuser verteidigen gegen faschistische Angriffe. You know this technology, if somebody is disagree with imperialism, they became terrorists and separatists. Ihr kennt die Logik, wenn Leute gegen Imperialismus kämpfen, werden sie als Terroristen gebrandmarkt. Now they are attacking Communist Party and our organization and other left-wing activists in order to stop any kind of oppositional activity. Und jetzt bezeichnen sie die Kommunistische Partei und unsere Organisation so, um jegliche Form von Widerstand zu unterdrücken und dagegen vorzugehen. And they want to prohibit communism as ideology. You can imagine that in this term they can put everything that they don't like. Und sie wollen Kommunismus als Ideologie verbieten und ihr wisst genau, dass sie dann da alles reintun könnten in diese Bezeichnung, was sie wollen. Familie, Tigerate, Emirate. Ich bekämpfe die Intervention, nur zu viele Leute leben hinter dem Mond. Wer von euch will unsere Kinder verschonen, hinter eurem Gelaber, da lauert der Tod. Seit dem 11.9. werden wir ständig nur dämonisiert. Wir werden verhört, verurteilt, verhaftet, so viele von uns wurden eliminiert. Seit dem Sturz von Saddam Hussein gibt es Folterkammern wie Guantanamo Bay. Und jedes Mal werden es um Interessen getestet, das Foltern und Ballern, okay. Eine gewaltige Schocktherapie produziert in den Zimmern des Pentagons. Und jedes Land, das sich dem widersetzt, muss verfürchten, dass westliche Kämpfer kommen. Schluss damit, diese Kriege machen uns verrückt. Unter Druck, unterdrückt, wann ist endlich Schluss mit dem Gift? 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 Endlich Schluss damit, endlich Schluss damit. Boah! Wann ist endlich Schluss mit dem Gift? Wann ist endlich Schluss damit? Wann ist endlich Schluss mit dem Gift? Endlich Schluss damit, endlich Schluss damit. Trop souvent, on peut pas réaliser nos rêves et aspirations. On nous empêche tellement qu'on perd toute l'admiration. Pour les choses qui nous passionnent, pour les valeurs et la vérité. Il y a trop de rêves qui n'ont pas reçu ce qu'ils méritaient. Je bois, je chante tes nuls avec ton ugly flow. J'adore le rap, les rimes, les mots, je suis un toxico. De la musique et la poésie qui me fascinent et hypnotisent. Je dessine des hiéroglyphes quand je prends le micro, fils. Je cherche la vérité parce qu'il y a trop de hypocrites. Trop de mythes, fiston avec tes lyriques pathétiques. De toute façon, j'ai du gorge, jamais je ne me jamais à l'arrêt car je garde la foi. Je prends en main quand je tombe, je me relève et je sors du marais. À la recherche de la porte, la paix me le montre que je regarde hors de la paix. À la recherche de la porte, la paix me le montre que je regarde hors de la paix. À la recherche de la porte, la paix me le montre que je regarde hors de la paix. C'est pour ça que je lutte, c'est pour ça que je braille plus fort que la force de la mer. Wann ist endlich Schluss mit dem Gift? Wann ist endlich Schluss mit dem Gift? Wann ist endlich Schluss mit dem Gift? Endlich Schluss damit, endlich Schluss damit. Wann ist endlich Schluss mit dem Gift? Wann ist endlich Schluss damit? Wann ist endlich Schluss mit dem Gift? Endlich Schluss damit.